Moin Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial. Ja, endlich nach längerer Zeit wieder, denn in letzter Zeit, wie viele von euch mitgekriegt haben, haben wir sehr viel an dem Server gearbeitet und ich bin nicht so zu Videos gekommen. Naja, heute stelle ich mal direkt was vor, was sich der Gaming Florian gewünscht hat, und zwar auf Skype in diesem Fall. Und zwar hat er sich gewünscht, dass ich etwas baue, sodass man Schaden bekommt, wenn man nicht läuft. Für Temple Run könnte man das gut gebrauchen. Ich habe das Ganze ein ganz klein bisschen abgewandelt, so klein bisschen, schon ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall habe ich das so gebaut, dass es hier ein Jump'n'Run gibt und immer wenn man stehen bleibt, wird man wieder in den Start geportet. Alternativ kann man natürlich auch das Ganze benutzen für Schaden, bla bla, was er sich gewünscht hat. Zeige ich aber gleich nochmal sofort, wie man das macht. Auf jeden Fall, wenn ich auf den Knopf drücke, dann werde ich in Game Mode 0 gesetzt, dann beginnt das Ganze. Ja, ich zeige es mal direkt. So, ich bin in Game Mode 0. Ich könnte mir jetzt auch mal erstmal hier ein bisschen Hunger geben, damit ich regeneriere. Und jetzt laufe ich mal los und laufe und laufe und laufe. Es passiert nichts. Ich laufe um die Säulen. Nee. Ich könnte einen Marathon machen. So, sobald ich stehen bleibe, ja, das gerade schon gesehen, werde ich wieder zurücktippet. Und nochmal. Zack. Also da darf man noch nicht irgendwie so dranhängen bleiben. Schlechtes Beispiel, egal. Auf jeden Fall auch, wenn man hüpft. So, hüpf, hüpf. Ich springe mal hier schon ein bisschen. Na, egal. Zack, man wird immer an die Start-Tippet. Wenn ich das Jump'n'Run mache und mit drin stehen bleibe, echt zurückgepeht. Also ich kann nicht das Jumpman so machen. Gibt's nicht. Das wird in einem Rush gemacht, ansonsten wird man gnadenlos zurückgepeht. Und das finde ich, ups. Nochmal. So. Ah, da habe ich gefehlt. Der letzte Sprung ist echt mies, weil man den nicht so schön rushen kann. Aber kann ich mich bei keinem beschweren. Habe ich selber gebaut. So, und sobald ich die Kiste öffne, werde ich in Game Mode 1 gesetzt. Dann funktioniert das nicht mehr für mich. Weil ich das so gemacht habe, dass es nur mit den Leuten aus Game Mode 0 funktioniert. So. Jetzt ist das der Jump 1. Und ja, und dann kommen wir mal zum Redstone. Das ist schon alles, was wir brauchen. Was sehe ich denn da? Ein Lichtbug. Ich glaube, es hackt. Geht's noch? Ein Lichtbug. Ach, egal. Ja, das hier ist das Redstone dazu. Und wie das aufgebaut ist, das ist ziemlich kompliziert, denn das Ganze ist mit Scoreboards gemacht. Die musste ich auch erst erlernen. Das war überhaupt nicht mein Gebiet. Ich habe es jetzt so ein bisschen gecheckt. Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber naja. Und, besser schon. Naja. Auf jeden Fall brauche ich hierfür drei Scoreboards insgesamt. Und zwar Rennen, Jump und Jump 2. Ich fange mal an mit Rennen. So. Rennen, seht ihr, ist ein Scoreboard, was immer dann sich bewegt, sage ich mal, oder was seine Zahl verändert, wenn ich laufe. Das Ganze kann ich noch besser zeigen, indem ich den mal gerade switche und der zählt im Prinzip, keine Ahnung, was der zählt, Pixel oder so. Nee. Man läuft ja pro Block schon fast 100. Weiß nicht, was er da genau zählt. Auf jeden Fall immer dann, wenn ich den Boden berühre und mich darüber bewege, dann kommt da was zu. Das Problem ist einfach, wenn ich springe, dann kommt da nichts zu. So. Und immer wenn ich mich also bewege, ist dieser Comparator an. So. Solange ich bewege, bleibt er an. So könnte man eine Map machen, wo man nicht springt und immer geportet wird, wenn man stehen bleibt. So. Das Problem ist, dass wenn ich springe, geht das aus und dadurch wäre das ganze Konzept schon mal hin. Und deswegen muss ich noch ein zweites Scoreboard einfügen, was immer testet, wenn ich jumpe. So, ihr seht, wenn ich jumpe, ich muss eigentlich mit Jump 2 anfangen. So, wenn ich jumpe, dann kommt da immer kurz eine 1 hin. Sprich, bei jedem Jump, den ich mache, gibt es ein kurzes Signal, wenn ich danach teste. So, und ich teste erstmal hier at all score jump 2 minimum gleich 1. Sprich, ich teste für alle Spieler, ob jemand davon einen Jump, ob einen Score von Jump 2 hat, von mindestens einem. So, der geht so schnell wieder zurück, dass ich nicht eine 2 erreichen kann. So, das ist auch schon mal wichtig. Und sobald hier für einen Spieler getestet wurde, der einen von 1 hat oder mehr, wird er auch direkt wieder auf 0 gesetzt. Und zwar hiermit. So. Was noch passiert ist, dass der Score Jump 2, nein Quatsch, das ist alles Jump 2 und der Score Jump wird auf 16 gesetzt. So, das zeige ich auch, warum das so ist. Jetzt habe ich Jump an der Seite. Wenn ich springe, passiert Folgendes. Schaut mal auf den Comparator. Immer wenn ich springe, geht er für eine kurze Zeit an. So.
Jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn ich das mal höher mache. Ich mache das mal auf 50. Wenn ich jetzt springe, bleibt das länger an. Und genau das ist das, was ich brauche. Und das habe ich folgendermaßen gemacht. Also Jump 2 wird direkt auf 16 gesetzt. Hier wird getestet, ob jemand... Also nein, nein, nein. Jump wird auf 16 gesetzt. Nicht Jump 2, Entschuldigung. So, wenn Jump zwischen 3 und 5 ist, das teste ich hiermit, wird er auf 0 gesetzt. Allerdings wird er auf 16 gesetzt. Und dafür ist dieser Command-Block zuständig. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Durchgehend, wenn ich einen Score-Jump habe, von mindestens 4, also 4 oder höher, wird einer removed. So, das seht ihr schon daran, wenn ich springe, dann geht die Zahl direkt wieder runter. Wenn ich jetzt eine 160 hier mache und springe, dann startet bei 160 und durch diesen Command-Block, der durchgehend bepowert wird, wird er die ganze Zeit einer removed. Immer weiter, immer weiter. Und bei 3 geht es plötzlich ganz schnell. Wenn ihr das gesehen habt, glaube ich nicht, aber... Und das liegt daran, anders geht es irgendwie nicht. So habe ich es hingekriegt, bin schon glücklich, fragt nicht, wieso es so geht. Auf jeden Fall wird bis 4 wird es geklärt, also nachdem die 4 geklärt wurde, steht es halt auf 3. Und wenn es zwischen 3 und 5 ist, wird das direkt auf 0 gesetzt. So. Und das das bewirkt halt, dass ich muss laufen, damit der angeht, und springen, damit der angeht. Schön ist, wenn ich jetzt springe, dann wird er jedes Mal wieder auf 16 direkt gesetzt, ohne dass ich warten muss, bis das zu Ende ist. Deswegen brauche ich zwei Jump Scoreboards. Das eine, um das andere zu bepowern, wenn ich nur das für das eine teste, dann müsste ich hier für einen Jump von mindestens 1 testen. Das Problem ist, dass der ja eine ziemlich lange Zeit bestehen bleibt, weil das ja hier erst ganz hoch gesetzt wird, also hiermit. Und dadurch wird zu Bugs kommen, denn wenn ich dann ganz oft springe, dann wird es irgendwann mitten im Sprung auf 0 gehen und dann geht das aus und das, was dann passiert, da komme ich jetzt zu. Denn jedenfalls, es muss entweder die oder die an sein, damit ich nicht dieses Signal hier empfange. Das ist eine Negativdeutung. Sprich, solange ich laufe, springe, also indem ich, solange ich in Bewegung bin, bleibt die aus, sobald ich stehen bleibe, geht die an. Und sobald die angeht, kann ich halt machen, was ich will. Da könnte ich mir jetzt Vergiftung geben. Da könnte ich mir ein Herzen abnehmen, indem ich Instant Damage gebe. Also, da kann man vieles machen, Gaming Florian, auch an dich. Du müsstest die Game Rule Natural Regeneration, heißt das glaube ich, einfach auf Holz stellen und dann jedes Mal ein halbes Herz abziehen, indem du einfach den Effekt sofortigen Schaden gibst. Ich weiß nicht, 11 oder keine Ahnung, was das war. Und, oder 10 oder 11, oder ich weiß es nicht. Und dann würde man immer weniger Schaden kriegen und wenn man zu wenig Schaden hat, dann ist man raus. Also man darf nicht so oft stehen bleiben, man kann auch machen, dass man direkt getötet wird. Naja, und hier ist halt noch das Pling drin und hier werden alle, die im Game Mode 0 sind, einfach zu den Koordinaten auch mit Blickrichtung teleportiert. Ja, mach ich das Korb mal wieder weg. Das dazu, das hat wahrscheinlich wieder mal kein Arsch verstanden, aber... Wenn ihr das wirklich verstanden habt, ne, dann seid ihr schon echt coole Leute. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Game 0 aussieht. Ihr seht, ich muss diese Fackel auslassen, denn sobald die angeht, werde ich teleportiert. So einfach ist das. Ich könnte das eigentlich auch im Prinzip direkt an die Fackel machen, aber mit dem Repeater dazwischen hat es noch eine kurze Verzögerung. Finde ich irgendwie besser. Es gibt Leute, die fänden das, glaube ich, besser, wenn man das anders macht. So. Was auch immer das schon wieder war. So, und solange ich halt hier in Bewegung bin. Und zur Kiste. Oh, schon wieder. Ach, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo, nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gegen Florian, ich hoffe, das hilft dir. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was man da noch so machen kann. Und ich würde mich natürlich immer freuen, wenn ihr es in eurem Maps benutzt, denn... Ich gebe mir da schon Mühe, der Map-Download kommt auch bald. Und ja, dann schreibt wieder mal Ideen in die Kommentare. Ihr merkt es ja wahrscheinlich schon, das ist nicht nur bei mir so. Den Redstone gehen langsam die Ideen aus. So, das ist irgendwie, liegt das daran, dass halt nichts Neues kommt, keine neuen Befehle. Ja gut, dieser World Border-Befehl ist jetzt da, aber da kann man jetzt auch nicht die Welt mitmachen. Naja,
Ich freue mich über coole Ideen in den Kommentaren, dass man noch so bauen kann. Ich nehme sehr viele Sachen gern als Herausforderung an. Habe auch schon öfter mal was versucht zu bauen, was nicht geklappt hat. Also alles schaffe ich auch nicht. Was sollten sie mal haben? Eine Gravity Gun? Nee, kriege ich nicht hin. Tut mir leid. Das ist über mein Niveau. Naja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ciao, Leute.